Du stehst auf Chicken Wings und willst einen richtig geilen Dip dazu haben? Ich hab was für dich. Nach meinem Intro zeige ich dir was verdammt Leckeres. Dieser Dip ist so genial einfach und so lecker. Es ist eigentlich eine Frechheit, dafür ein Video zu machen. Man könnte es auch auf ein Post-it schreiben, würde reichen. Machen wir einen Dip. Und zwar einen Blueberry Cheesecake Dip sagen. Wäre eine geile Sache. Ein Blauschimmel. Dip. Wie heißt denn der Bums jetzt? Blue Cheese Dip. So, mein Gott. Ja, und ich bin noch nüchtern. Es ist doch eine verrückte Welt hier. Ja? Also wir brauchen für einen Blue Cheese Dip natürlich einen Blue Cheese. Dafür habe ich mir extra den von Bavaria Blue genommen. Und zwar den milden. Den zerrupfe ich jetzt auch einfach mal ganz easy peasy hier in diese Schüssel hinein. Dann brauche ich noch ein bisschen Mayo. Die genauen Rezeptangaben, die findet ihr natürlich auf meiner Webseite www.papaliebtfleisch.de. Da dürft ihr gerne mal drauf gehen. Da findet ihr auch noch ein paar Rabattcodes. Und wer die behält oder wer die benutzt, der kann die auch behalten. Zum Beispiel für das hier. Für Salt and Pepper Mix, weil wir brauchen nämlich Salz und Pfeffer von Big Mike's Food. Da könnt ihr ein bisschen sparen. Und was ich hier noch reingemacht habe, das hatte ich gerade gesagt, wir brauchen Milch, wir brauchen Joghurt und was war das andere? Mayonnaise. So, ja, und natürlich den Blue Cheese. Und das ist es auch schon. Ja, jetzt das Ganze verrühren. Und da gibt es jetzt einen kleinen Trick, möchte ich es mal nennen. Und zwar nehmt ihr einfach nur eine Gabel und verrührt das langsam. Ihr könnt das natürlich auch alles in einen Mixer packen. Zwei, dreimal verstoßen, dann ist es auch schön cremig. Aber wenn man zu feste und zu lange mischt, dann wird es zu flüssig. Und das möchte ich vermeiden. Deswegen lieber mit einer Gabel und ordentlich zerquetschen. Dazu gibt es natürlich Chicken Wings. Die liegen jetzt gleich schon auf dem Grill, der heizt gerade vor. Da zeige ich euch jetzt nur einmal im Schnelldurchlauf, wie ich die zubereitet habe. Ich glaube, das muss ich euch nicht groß mehr erklären, wie man Chicken Wings zubereitet. Ja? So, und das ist dann hier auch gleich fertig. Ich brauche noch ein paar Minuten. Wir sehen uns gleich wieder. Meine Freunde, die Chicken Wings sind fertig. Der Blue Cheese Dip ist fertig. Ich habe ein bisschen gecheatet. Ich habe doch meinen Zauberstab genommen. Hat mir einfach zu lange gedauert. So, kurze Facts. Die Chicken Wings habe ich bei 200 Grad ungefähr 25, 30 Minuten auf meinem Ranger quasi brutzeln lassen. Ich habe sie nicht geglazed, ich habe sie ganz einfach nur draufgelegt und machen lassen. Und in der Zwischenzeit habe ich hier aufgeräumt, ein Bierchen getrunken. Ihr kennt das. Und jetzt möchte ich gerne probieren. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr, sehr gut aus. Und jetzt Prost. Und wie ich schon sage, es ist überraschend heiß, wenn es aus dem Grill kommt. Aber der Dip ist der Hammer. Den kann ich nur empfehlen. Und wenn ihr natürlich Blaukäse, Blauschimmelkäse heißt. Genau, mögt. Ich muss ins Bett. War ein langer Tag. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Beim nächsten Mal wird es wieder ein bisschen länger, das Video. Versprochen. Und ein Abo dürft ihr doch gerne da lassen. Kommentare. Gerne in die Kommentarbox. Ich würde sagen, schönen Abend euch, schönen Tag euch, was auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es heißt, Papa liebt Fleisch, Hammer. Barbecue.